Herzlich willkommen zu meinem ersten Ansagevideo, und zwar gegen die neue Datenschutzgrundverordnung von der EU, welche am 25. Mai 2018 in Kraft tritt. Die Datenschutzgrundverordnung, oder auch kurz gesagt die DSGVO, definiert den Datenschutz in der EU und zum Teil auch sogar darüber hinaus komplett neu. Nicht nur Unternehmen müssen sich darauf anpassen, auch wir, die Privatpersonen, wir haben uns auch daran anzupassen. Die DSGVO besagt, dass jede einzelne Datenerfassung, egal welche, und mit egal welche meine ich auch egal welche, nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Person, dessen Daten erfasst werden, gestattet ist. Und nur dann. Solche Gesetze gibt es jetzt bisher auch schon. Aber das, was die Datenschutzgrundverordnung uns beschert, das wird noch um einiges strenger werden. Mit Inkrafttreten der DSGVO wird ein wichtiges Gesetz außer Kraft genommen, und zwar das Kunsturhebergesetz. Denn das Kunsturhebergesetz besagt auf § 22 bis 24, dass, wenn wir nur die Objekte fotografieren und die Menschen nur im Hintergrund zu sehen sind, dass die Menschen nur als Beiwerk gelten und kein Recht auf das eigene Bild haben. Und genau das ist mit der DSGVO anders. Denn die DSGVO besagt, dass Menschen, die auf Bildern oder auch auf Videos nur ansatzweise erkennbar sind, dass wir von denen auch eine ausdrückliche schriftliche Genehmigung für die Veröffentlichung brauchen. Denn auch wenn Menschen nur im Hintergrund erkennbar sind, gilt es als Datenaufnahme von der Person im Hintergrund. Und das bedeutet faktisch, dass auch für das Fotografieren und Filmen in der Öffentlichkeit da ja überall Menschen herumlaufen könnten. Und seien wir doch mal ehrlich, wie sollen wir jeden einzelnen Menschen draußen, der auch nur als Beiwerk beim Foto oder beim Video vorbeiläuft, um Genehmigung fragen? Und wie sollen wir das auch noch schriftlich festhalten? Das ist eine Sache der Unmöglichkeit. Von der DSGVO ist jeder betroffen. Jeder, der schon mal ein Foto gemacht hat oder ein Video gedreht hat, und das sind definitiv nicht nur wir Hobbyfilmer und Hobbyfotografen, nicht nur Bilder, die wir in der Zukunft machen, sind betroffen. Nein, auch die Bilder, die wir schon in der Vergangenheit gemacht haben, die sind auch von der DSGVO betroffen. Und das, obwohl wir nach dem Kunsturhebergesetz gehandelt haben. Denn mit der DSGVO wird es möglich sein, dass Menschen, die auch nur im Hintergrund ansatzweise zu erkennen sind, dass die einen verklagen können. Datenschutz ist ja schön und gut, aber man muss es nicht übertreiben. Ich finde es wirklich sehr bedauerlich, dass die künstlerische Freiheit wegen der Datenschutzgrundverordnung so dermaßen eingeschränkt wird, dass ich nicht gefragt habe, wie ich jetzt damit umgehen werde. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass das jetzt mein letztes Video sein wird, da ich es nicht mehr einsehe, noch irgendwelche Videos oder Bilder zu machen, weil mir wegen der Datenschutzgrundverordnung ordentlich die Lust daran vergangen ist. Jetzt die nächsten Tage werde ich damit beschäftigt sein, sämtliche Bilder und Videos, die ich im Internet reingestellt habe, auf privat zu stellen. Und das betrifft jetzt auch den YouTube-Kanal. Da auf dem YouTube-Kanal werden mit Ausnahme der letzten beiden Videos, also dieses hier und das letzte, alles auf privat gestellt. Außerdem werde ich mich bis zum 24. Mai mit Ausnahme von YouTube, damit noch die letzten beiden Videos zu sehen sind, und WhatsApp, mich aus sämtlichen sozialen Netzwerken zurückziehen. Das heißt, die Konten werden alle deaktiviert. Sollte es irgendwann mal eine andere Regelung geben, dass die künstlerische Freiheit wieder gewährt wird, dann melde ich mich vielleicht mal wieder zurück, aber auch nur vielleicht. Aber zurzeit bin ich so angefressen wegen dieser ganzen Sache, dass ich hier einfach den Schlussstrich ziehe und hoffe, dass ihr Verständnis dafür habt.